Okay, das hat wirklich getroffen. Dann halt so. Direkt drüber natürlich. Macht man ja auch so. Naja, was soll's. Abrauf da. Und dann hätten wir den auch gleich. Ja. In etwa so. Herzlich willkommen zum nächsten Part meines Destiny 2 Tickets Königin des Space. In diesem Part werden wir die Albtraum-Eindämmung machen. Und damit ab weiter geht's. Nimm mich mal zum Moment hin und mach ein bisschen mit bei dem Ganzen. Ich weiß zwar nicht, bei welcher Stufe das hier gerade ist, aber das sehen wir ja noch. Hier noch Albtraum Egregora. Und ab die Post. Und ab auf die Egregora Atavisten Illusionen. Und wie seine da heißen. Sollte ja eigentlich relativ schnell gehen. So. Hätten wir das auch. Ja gut. Also Stufe 2 ist das hier, wo wir jetzt hier mitmischen. Ist halt die Frage, inwiefern der Rest dann noch halten wird. Aber das sehen wir noch. Also wie lange das dauern wird, so gesehen. Ich denke mal nicht allzu lang. Und warum zur Hölle ist das hier schon wieder viel zu laut? Naja, egal. Irgendwie passt das schon. Jetzt geht's halt Rambazamba auf den grauen Träger. Ja, wobei das war richtig, ne? Na, sehen wir ja. Bis jetzt hat Peter nicht mehr viel und dann hat man den. Ja, gut. Und ab rein mit dem Ding. Haben die zweite Stufe ist ja auch schon fast vorbei. Das heißt, da können wir da wahrscheinlich nochmal einen neuen Anfang noch mitmachen oder so. So. Hallo. Danke. Jedes Mal ist nicht immer wieder Probleme damit, die Waffe zu wechseln. Aber naja, was soll man machen? Passiert halt. So, komm her. Okay, das war nicht so geplant. Also kann man den trotzdem noch relativ schnell niedermähen. Sag ich ja. Okay, den hat Müller anders gerade bekommen. Dann kümmern wir uns mal ein paar Mal um den da. Und dann, ja, wobei, hat sich da wohl doch erledigt. Ja. Und dafür holen wir uns gerade die Sensi hier und dann gehen wir ab ran in den Boss. Primus Orsec. Ja, bin ich doch schon längst. Ich bin, ich habe den Titel sogar ausgerüstet. So. Ja gut, das trifft ihr nicht. Dann halt hier auf den da. Und hier noch das. Okay, das hat wirklich getroffen. Dann halt so. Direkt drüber natürlich. Macht man ja auch so. Naja, was soll's. Abrauf da. Und dann hätten wir den auch gleich. Ja. In etwa so. Das heißt, jetzt brauchen wir noch die Finalstufe da drüben. Und dann sind wir hier mit der Eindämmung fertig. Und ja. Ist halt die Frage, sollen wir dann. Dann schon mal, na egal. Jetzt sind wir ein bisschen laut nachgedacht gerade. Mehr oder weniger zumindest. Aber Edekris, die Maschinistin, dürfte eigentlich auch nicht zu lange durchhalten. Da kommt man relativ schnell durch den Lebensbalken durch und dann halt eben noch kurz den Zerstören, der hier halt ins Lebensschutz da, also diese Unsichtbarkeitsbarriere da schafft. Also, ne. So. Wir haben einen mächtigen Albtraum herbeigerufen. Ja. Und der Ernte hungert nach seiner Essenz. Ach wirklich? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, der hungert eben nicht. Wie sonst immer. So. Bei dem auch eine Granate hingegengesetzt. Checkst halt so in der Art. Der empfiehlt ja auch immer, Granaten zu werfen. Aber danach selbst. Was kann man damit schon falsch machen? Ja, gut. Hätten wir jetzt auch soweit. Fertig. Gleich. Und jetzt kommt halt noch der letzte Lebensbalken. Wird aber eine schnelle Nummer.
Ja. Ja, das haben wir kapiert. Da ist echt nur die Frage, warum zur Hölle könnte man doch ein bisschen mehr Variation im Dialog bringen. Aber naja, was soll man machen? Ist halt so. Und damit hätte man auch den letzten Lebensbalkenteil hier. Weil nochmal wird die sich nicht schützen können. Naja, abrauf da mit dem Maschinengewehr. Ja, sage ich dir auch, ganze Dinge eingeräumt. Was? Okay. Warum zur Hölle ist das hier so laut teilweise? Dann nehmen wir das auch noch mit. Ich dachte lange, ich sei der Einzige, den seine Vergangenheit heimsucht. Aber es hat wohl jeder die eine oder andere Leiche im Keller. Ja, natürlich. Vielleicht kannst du jetzt, wo du gelernt hast, über deinen eigenen Schmerz hinauszusehen, auch den Schmerzen anderen erkennen. Mit der Zeit wirst du ihnen so helfen können wie ich. Du hast eine mitfühlende Seele, Krähe. Du hast gerade erst begonnen, herauszufinden, wozu du fähig bist. Man kennt es, das findet man ja erst so spät im Leben heraus. Und danach setzt manche Leute hinter ja wirklich kein Glück in der Hinsicht. Naja, jetzt können wir halt warten, bis das Eindämmungsfeld aufgehoben ist. Oder nochmal neu hier reinfliehen, das dann so versuchen, noch was zu bekommen. Wäre natürlich auch nicht. Ja, ich würde sagen, das machen wir noch kurz so. Je nachdem, wie das jetzt hier läuft, ziehen wir jetzt weiter, wie das hier weitergeht. Eine Flutwelle des Grauens, die droht, uns alle zu ertränken. Ja, wirklich? Wieso sehe ich diese Gefahr da nicht? Wo ist die denn? Ach, hier drüben vielleicht? Ja, da muss man einfach mal Granaten werfen und dann hat sich das Ding eigentlich schon wieder. So. In etwa wie da, wie hier jetzt. Dann hier einfach eine schöne Magazinladung draufballern. Dann noch ein paar Schläge mit der Klefe nachsetzen und dann hat sich das Ding eigentlich rambazamba. Und ab mit dem Kern des Grauens da in den Teil hier rein. So. Und damit hat man auch die Gruppe niedergemäht. Die Grauensverschlinger, die kann man eigentlich so auch mit der Klefe niederprügeln. Oder macht halt so, das geht natürlich auch. Ja, komm, gönnt euch. Einfach ran da. So. Okay. Ja gut, dann hole ich mir den Illusionisten hier drüben. Und damit hätten wir auch den... Ja gut, das geht auch. Also ab hier durch. So, Kämpfer brauchen wir noch ein paar und dann geht es halt im nächsten Part weiter mit Psyops. Ich bin zumindest laut der Community-Abstimmung, die ich letztens gemacht habe, aber das so eine Stimme war, gibt es auf jeden Fall mal eine Person, die scheinbar mehr daran interessiert ist, Seasonal Content zu sehen. Also halt so Modi hat eine Art. Dementsprechend hatte ich mich jetzt wohl für den Rest der Season dran. Außer abgesehen halt von Community-Events oder sowas, das kommt natürlich auch vorrangig. Entweder weil neuer Content halt immer Priorität hat. Aber naja. Davon abgesehen geht es dann halt erstmal beim Rest der Season so weiter. Ist ja auch ein bisschen abwechselnd im Vergleich zu dem nur PvP, Strikes, Gambit, sonst sowas. Von was weiß ich wie lange her. Aber naja. Das tut jetzt auch nicht zur Sache. So oder so machen wir jetzt das Ding hier nach. Und dann passt das ja wohl gleich. Ja. Ja gut, noch so ein paar Dinger und dann haben wir gleich Stufe 1 fertig. Und danach geht es dann halt eben möglichst weiter mit der Psyops-Aufnahme. Wie auch immer der Partner heißt wird. Hier den werde ich wahrscheinlich Atavisten-Illusion nennen oder sowas. Immer so als kleine Randinfo, aber gut, das werdet ihr eh sehen. Vorausgesetzt, ihr schaut euch das an. Naja. So oder so erstmal den nächsten Kern hier reingeballert.
Okay. Na verdammt. Ja, was für Angst. Wofür braucht man hier Angst zu haben? Also ich sehe ja kein Problem damit. Ja gut. So, jetzt hier noch die Resonanzsplitter. Und dann können wir uns hier noch um den Boss kümmern. Dann sind wir hier soweit fertig, würde ich sagen. Reicht, würde ich sagen, halt eben halt hier die Stufen zu an. Also zumindest sehe ich doch keinen Grund, das Ganze nochmal neu durchzumachen, weil ab jetzt geht es so weiter, wie wir es eben auch schon gehabt haben. Also würde ich dann sagen, war es das mit diesem Part. Also bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.